Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever nach dem Autosave. Transport Fever Season 6 hier auf meinem Kanal und ja, wir haben gleich ein schönes Bild, was hier gleich passiert. Vielleicht kommt der TGH angeballert und unsere IC wird wahrscheinlich gleich ausfahren. Jetzt, das sieht doch ganz schick aus, schön mit 300. Ist er einmal schön durch den Bahnhof Viersen geballert. Sehr schön. Und jetzt fährt er auch aus. Natürlich ein bisschen langsamer. Nicht ganz die Geschwindigkeit. So, wie warm ist es jetzt bei mir im Zimmer? Oh, immer noch so 32 Grad. Na, schön scharf. Kann man es vielleicht so einigermaßen sehen. So. Es ist auf jeden Fall warm hier. So, jetzt müssten wir eigentlich mal in dieser Folge uns wieder so ein bisschen um die ganzen Busgedöns kümmern. Obwohl ich da gar keine Lust zu habe. So, mal sehen, wie viel er jetzt schon mitnimmt. Also nach London direkt wird natürlich der TGH einige Leute noch mehr mitnehmen. Wie viel nimmt er denn mit? Oder laufen die einfach nur lang? Aha. Die laufen ja einfach nur lang als Gehweg. Na gut. Die kommt jetzt auch angefahren. Hm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust zu und ich glaube, das ist auch für euch nicht so ganz interessant. Wir müssten eigentlich auch noch eine Bahn machen, die wir jetzt hier hinten die nach Städte noch rankriegen. Oder wir gucken mal, ob hier irgendwas optimiert ist. Also diese Linie. Ich weiß nicht, wie viele Züge ich hier draufsetzen soll, wie groß sie werden sollen. Und fast schon 400 Leute. Und ist halt immer noch zu klein. Also auf der Linie da, das ist... Verdienen die denn überhaupt an Kohle? Ist noch ein Schweinegeld verdienen, oder? Naja, es geht so. Die Linie insgesamt macht... So um die letztes Jahr, ja, so um die 37 Millionen. Aber die ICE-Linie macht, glaube ich, noch mehr. Wo ist denn London da? Meine ICE-Linie, die macht, glaube ich, noch mehr. Ja, die macht 44 Millionen. Die Betriebskosten sind dann auch recht gering. Bisschen getrickst. So, jetzt fällt hier ausnahmsweise mal gerade einer ein. So, und jetzt müsste ja eigentlich, wenn jetzt hier mal irgendwann... Ist gerade keiner da. Der Intercity... Darf sich jetzt ja nun auch nicht so wirklich stören an der ganzen Geschichte. Wir müssen sehen, dass dabei der normale TGH eigentlich weiterfahren kann. Aber das wird nicht passen. Das kriegen wir da nicht hin. Dann machen wir das Signal aber wenigstens hier hin, dass er bis hier vorne dann schon mal vorfahren kann, damit das dann nicht so lange dauert. So. Jetzt ist er raus und dann kann der andere ja auch schon wieder... einfahren. So. So weit, so gut. Ich finde das so witzig. Ich muss immer noch diese Leute updaten. Das habe ich immer noch nicht gemacht. So. Oh, unser Hochhaus ist weg. War mal das hier. Bewohner sind weniger geworden, oder was? Jo, ist ein bisschen abgefallen. Aber wir sind immer noch riesig genug hier. Das ist jetzt ein Hochhaus. Genau das gleiche, was wir letztens auch hatten. So, hier wächst alles wunderbar zusammen. So wie es soll. So, das weiß ich gerade echt nicht. Das hier kotzt mich auch so ein bisschen an, dass wir hier so viele Viecher stehen haben. Sieht das hier ja echt schon schön aus. Aber auch 344 Leute. Und ist voll. Und hier warten 200. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir können hier noch eine weite Linie bauen. Damit wir hier noch mehr Leute nach London kriegen. Oh, oh. Wir haben ja hier noch einiges, was noch nicht benutzt ist. Diese drei Gleise hier. Zwei oder zwei? Die zwei haben noch keinen Abnehmer. Und ich wollte eigentlich ganz gerne noch... Hier, Leicester, Sheffield und sowas muss alles noch angebunden werden. Das müssen wir machen.
Hier ist eigentlich auch Chaos. Hier bauen sie schon die Riesenhäuser jetzt. Das machen wir jetzt heute. Hier waren 109 Leute auf den Zug. So, das ist natürlich ein Problem. Das kriegt er nämlich gar nicht alles mit. So, der Bahnhof ist lang genug. Wir könnten hier Doppeltraktion. Das macht keinen Sinn. Wir müssen hier noch ein weiteres Gleis dazu bauen, dass die Züge hier aufeinander warten. Das ist ungefähr die Mitte. Und hier müssen sie aufeinander warten. Das können wir uns mal gerade zusammenschustern. Das können wir ruhig mit dem anderen, dem Gleis machen. Weil das dann hier noch so rüberkriegen. Da drauf. Das reicht eigentlich. Mehr brauche ich ja nicht. Da muss nur der eine Zug drin stehen bleiben. Das ist in Ordnung. Längentechnisch ist das alles gar kein Problem. Die muss ich auch mal ersetzen hier. Der ist auch schon 100 Jahre alt. Wahrscheinlich mit 100 gar nicht so weit gelogen, wa? 446. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, und da müssen wir hier natürlich jetzt auch noch ein Signal einsetzen. Sonst macht das ja keinen Sinn. So, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Er ist gerade da. Gut, wir lassen ihn jetzt aber mal. Wir beobachten ihn einmal. Wo habe ich das Depot sitzen? Hier anscheinend nicht. Stopp. Depot sitzt hier. Da irgendwo. Genau. Fährt er lang? Diese Bahn. Dann muss ich ihn einmal hier auf hier einen neuen kaufen. Da können wir jetzt nochmal einen anderen nehmen. Kann ja ruhig unterschiedlich sein. Den hatte ich noch nicht hier. Über den mal. Dann geht er nämlich auch auf die London Industriegebiet. Und dann kann er nämlich erstmal losfahren und ihn halten wir an. So. Wir haben allerdings da ein Signal. Sollte ich mal wegnehmen. So ist das Spiel eigentlich so am Laggen. Was? So, wenn er gleich zurückfährt, da rausgekommen ist, dann schicke ich den hier los. Und dann gucken wir gleich mal. Jetzt eigentlich schon irgendwelche mitgenommen. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, ist voll. Hm, alles klar. Gut. Er gleich in den Tunnel reindüst. Können wir ihn jetzt eigentlich auch losschicken. Gucken wir uns das mal an. Habe ich auf der Linie noch irgendwo Signale sitzen? Ich glaube nicht. Die müssten jetzt eigentlich dann gleich hier, müsste der eine dann eigentlich gleich halten. Nach Adam Riese. Egal wer zuerst kommt, einer muss halten. Scheint wohl die S-Bahn zu sein. Von, aus dem Industriegebiet. Na, vorne kommt die andere. Na, das passt ja. Hm, super. Hat geklappt. So war das jetzt nicht so ein Zweck der Übung, aber egal. So, das Problem ist, jetzt haben wir natürlich hier die Frequenz wieder erhöht. Sprich, hier wird sich das jetzt auch wieder erhöhen. Gut, aber hier sieht sich das alles schön an jetzt. Hier haben wir schon das höchste Gebäude gerade, direkt an dem neuen Bahnhof. Hier sind Güter, also im Moment läuft es. Hier unser Lokschuppen-Depot-Gedöns. Auch alles noch nicht so richtig fertig. Machen viel, schaffen nichts. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das hier wächst langsam zu. Das gefällt mir. Die Ecke wollte ich gerne noch zugewachsen haben. Aber die Stadt wächst jetzt auch hier hinten. Wenn diese ganze Verbindung nachher noch alles eingewachsen ist, das wäre natürlich noch richtig cool. Das wäre richtig cool. Das hier wächst ja sowieso alles ein. Da gibt es ja nun gar nichts. Der. Ich würde sagen. Da wartet noch kein Schwein. So, da hinten kommt er. Mal gucken. Wo ist der andere? Der ist gerade weg. Alles klar. Da wird es jetzt kein Problem geben. Da wird der Intercity jetzt hier einfach ganz normal reinfahren. Jetzt hier gleich einmal durchs Gleisbett schlängeln.
Und dann nimmt er keine Leute auf. Macht also weiterhin schön Minus. So. Sieht ja schon mal echt ganz cool aus. Hört sich ja sehr nach IC an, genau. 50 Leute. Einer will dahin. Er ist leer. Zack. Er passt natürlich auch gerade rein mit seiner Länge, ne? So. Aber dann kommt er wieder raus. Der TG hört, keine Ahnung, wo der ist. Fährt er nicht so oft. Oh, hier wartet echt mal einer. Das werden wir jetzt mal gerade noch anbinden hier. So. Und dann werde ich im Offscreen dann irgendwann, wenn ich jetzt Zeit habe, ich werde wahrscheinlich hier nachher noch eine Folge aufnehmen. Werde ich jetzt noch keine Buslinie bauen, das werde ich dann machen. Wenn ich dann im Offscreen bin. Wenn ihr diese Folgen seht, bin ich übrigens auch schon wieder an Bord. Ihr habt wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass der Abstand der Folgen etwas größer geworden ist. Ja. So, warte mal. Was ist denn hier los? Da ist nicht voll. Kann also noch mehr mitnehmen. Hier ist auch, das ist diese Bahn hier. Aber die habe ich immer noch. Doch, die habe ich erweitert. 128, das ist noch zu klein. Aber die fährt geil an. Die Tonleiter, das ist schon cool. Jetzt ist sie leider schon zu schnell, aber sonst macht die du. Und hier haben wir noch einen englischen Bahnübergang. Wollen wir nicht. So. Ja, meine Freunde, ich schaffe jetzt irgendwie nicht so viel. Aber ich weiß, was ich jetzt machen möchte. In Hull ist ein großes, ist ein großer Fährhafen. Und auch in Grimsby. So, in Hull wir nämlich jetzt einen Fährhafen bekommen. Die Schiffe werde ich mir, ich werde die großen Fähren nehmen. Die werde ich mir dann noch holen. Mal gucken, dass es nicht zu übertrieben groß wird. Steigung. Steigung, Schmeigung, sage ich immer. So. Die sollte ja eigentlich hier so am Flughafen lang gehen, die Straße. So. Aber wenn ich jetzt mit den anderen Schiffen hier nämlich fahre. Frage, von wo aus ich damit fahre. Fahre ich dann nur von dem hier unten aus? Oder nehme ich den auch noch mit? Boah, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei 13 Minuten. Nee, das mache ich dann zur nächsten Folge. Oder machen wir jetzt gerade einen... Nee, du musst das Spiel ja neu starten. Wir machen die Fährlinie erst einfach mal so. Wie habe ich die andere denn genannt? Ferry 1. Dann nenne ich die Ferry 2. Ferry 2. Oh, hier wird gerade groß gebaut. Viel hängt. Viel hängt. Hallo, seht ihr mich noch? Ihr seht mich noch? Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Spiel, hallo? Hallo, Spiel, aufwachen. Oh, oh. Ich ahne Böses. Oh, es geht weiter. Gut. Jetzt hier hin. Zack. Ich glaube, er braucht ein bisschen, um die Häfen hier zu akzeptieren. Zum Fuß geben. Müll. So. Das hat auch geklappt. Schön dicht an der Küste lang hier. Perfekt. So. Hier entstehen jetzt ein paar neue Häuser. Bin mal gespannt, was hier hinkommt. So, hier haben wir irgendwo noch ein bisschen Platz für eine Werft. Haben wir. Kriegen wir hier sogar hin. Nice. Mal die noch einfach hier direkt daneben, wenn das geht. Geht sogar. Zack. Schiff kaufen. So. Pasagaya. Oh, hier. Aber die ist halt langsam, ne?
Die fährt 52. Die fährt 93. Autosave. Wieder ein Auto. Hatte ich jetzt eben Cut in dieser Folge drin? Ich glaube nicht. Wenn man 93 Leute mitnehmen. Die kann 125, ist halt auch mega lahmarschig. Aber wir nehmen erstmal die. Ja, wir nehmen erstmal die. Schifflinie zuweisen. Ferry 2. Dann möchte ich hier aber die großen Fähren haben. Obwohl die ja schon etwas größer ist, aber die ist halt. Die braucht halt wahrscheinlich ewig, bis die hier hinten ankommt. Hier kann ich mal noch einen reinsetzen. Ich hoffe dann einfach, dass die. Einer nach rechts, einer nach links geht. Mal gerade gucken. Einen noch hier hinten in Hall. Wäre ja ganz nice. Machen wir den da so hin. Dicker auf Zeppelin hin. Linie zuweisen. So, vier Stück. Mal gucken, was die jetzt hier machen. Einer links, einer rechts. Perfekt. Ja, 26 Stundenkilometer. Jetzt bin ich mal gespannt, was die für eine. Das sehe ich ja hier nicht. Das sehe ich ja nur hier. Alle 21 Minuten. Ja, die Strecke ist ganz schön weit. Da bin ich echt mal gespannt. Echt die großen Schiffe raussetzen. Mein Gott, das ist ein langer Weg. Ja, hier ist auf jeden Fall gut Betrieb. Das läuft ganz gut. Perfekt. Oh, hier sind die neuen Gebäude. Die beiden waren das, ne? Ja, okay. Ist nicht so toll. Wo ist denn hier überhaupt der Stadt? Margaret. Hat auch einen Knick. Kann es sein, dass wir gerade irgendwie hier einen Bevölkerungswund haben? Nee, es ist ein bisschen stagniert. Das ist ja eigentlich ganz schön. Wir sind jetzt bei knapp 80.000. Die läuft eigentlich noch relativ flüssig. Sogar wieder irgendwie auch wieder 60. Ganz gut, jetzt kommen wir schon ganz Schwung wieder an, ne? So, geht immer relativ zügig. Sehr schön. Können wir eigentlich nochmal zwei raufsetzen. Passt ja gerade vom Abstand. So. Dann haben wir die Zeit jetzt auf jeden Fall schon mal verkürzt auf 14 Minuten. So, der andere bitte nach rechts. Perfekt. Alle 14 Minuten Schiff. Das ist ja schon mal gar nicht so doof. Gut, meine Freunde, dann ist vielleicht die Folge heute ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht, ob ich einen Cut gesetzt habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Entschuldigt vielleicht ein bisschen, dass ich so ein bisschen groggy wirke, aber es ist halt einfach verdammt warm hier. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Ciao, euer Mr. Bosen. Bye, bye.